Servus Leute, willkommen zurück zu Tales of Phantasia. Wie ihr seht, ich habe nur etwas trainiert. Nur etwas. Die letzte Folge ist schon wieder ein paar Tage her. Moment, ich sehe gerade, ich muss mein Handy laden. Deswegen kann ich ja reden. Die letzte Folge ist schon wieder ein paar Tage her. Die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, war, wo ich auf diesen Pegasus da geritten bin. Auf ihn gekämpft habe, so. Und wo ich verloren habe, deswegen habe ich auch ein bisschen trainiert. Ich bin letzte paar Tage nicht zum Aufnehmen gekommen wegen der Arbeit, die zwar Spaß macht, aber echt anstrengend ist. Und ich habe jedenfalls trainiert, aber hier verstreichen ja diese 3 Tage und nach den 3 Tagen greift da auch Sami die Brücke an. Und das Problem ist, es ist jetzt schon der 3. Tag und es ist morgens, also hier im Spiel. Das heißt, wenn ich Pech habe und die Zeit jetzt vergeht, bevor ich zu Ishranthu oder wie der heißt, gehen kann, dann habe ich verkackt, weil dann muss ich das ganze Spiel von vorne machen. Und ich denke nicht, dass ich darauf noch Lust habe. So, schnell. Gut. Ich bin Ishranthu. So, wie ging das jetzt nochmal? Jetzt schon wieder ewig her. Und ich sehe zuerst das Kleinvieh. Oh nein, ich steche mit meiner Axt zu. Das ist ja doof. Oh. Luna! Wo ist Luna? Ich weiß übrigens nicht mehr, ob irgendjemand irgendwas gelernt hat. Das war eine falsche Taste. Mach doch, Klaas. Hier, ich bin Zilam. Oh Mann, ich bin das nicht mehr gewöhnt. Ja, auf ihn. Was macht er da? Zaubert er gerade? Ich hinter ihn dran. Hier knallt ihn weiter ab. Nein, irgendwie treffe ich nichts mehr. Ich habe die ganze Zeit vergessen zu heilen. Ich denke. Ja, Luna. Toll, jetzt habe ich Mint geopfert für nichts und wieder nichts. So. Jetzt muss ich natürlich eine Lebenswasche einsetzen. Nur weil ich nicht aufgepasst habe. Du machst gar nichts hier. Oh nein, er macht doch was. Er hat natürlich so eine blöde Position jetzt. Guck mal, Steinwall, vielleicht bringt es mehr. Ah gut, er ist tot. Ja, geil. Bla 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 bla. Welche Taste war jetzt nochmal? Speed-Taste. Ah, ich kann rausgehen und safen, oder? Ja. Gut. Theoretisch könnte ich jetzt sogar noch weiter trainieren, oder? Dann werde ich hier speichern. Nur für den Fall der Fälle, das sollte ich jetzt nochmal verlieren, dann würde ich mich hier zu Tode leveln. Mit was bin ich überhaupt ausgerüstet? Ah, mit dem Donnerschlag, genau. So, dann werde ich mich hier zu Tode leveln.
Ihr wisst Bescheid. Das kenne ich schon alles. Ja, ist das laut. Mein Gott. Überhaupt nicht laut, also. Nö, nö, nö. Bla, 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 bla. Oh, ich bin Klaas. Danke, dass ich Geld bekomme. Ich werde es als Taschengeld weitergeben an meine Leute. Und dann, wie hieß deine Frau nochmal? Ich weiß übrigens nicht mehr, wem ich hier irgendwelche Stimme gegeben habe. Ich glaube, Lützen habe ich so eine russische Stimme gegeben. Oh, ich bin Lützen. Ich kann nicht mal mehr synchronisieren, ich bin so aus der Übung. Ich habe schon so lange nichts mehr aufgenommen. Und mein Vorrat wird immer dünner und dünner. Ich werde vor allem heute, weil es ja schon 6:30 Uhr morgens ist, werde ich das letzte Spyro-Part hochladen. Ja, ich habe zur Not als Reserve habe ich ja noch meine Tekken-Gameplays, wenn alle Stricke reißen. Ich glaube, auf die muss ich auch zurückgreifen. Naja. Gungi ist scheiße, hahaha, hast du nicht verdient. Stimme. Ich vergaß. War ja eine Valkyrie oder so. Oh, ein schwarzes Loch hat mich verschluckt. Ich werde in die Unendlichkeit gezogen. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Was leid dir als Hilfe? So. Naja, auf dich umzugucken, warst du schon mal. Ich bin Pegasus, ich komme direkt importiert aus Sailor Moon. Mit meinem goldenen Kristall werde ich dich zu Super Sailor Wolf verwandeln lassen. Oh Mann, ich kann diese Szene jetzt gerade nicht ernst nehmen. Aber nur weil wir sie schon gesehen haben, jetzt zum dritten Mal oder so, keine Ahnung. Ja, das ist dein Ziel erfasst. Atomwaffen sind gut für die Welt. Überhaupt nicht Zerstörung pur. Nein. Schalte die Atombombe ein. Oh nein, wir haben den Zünder 10 Sekunden zu früh gestellt. Was? Uns wird's mit wegquetschen. Am Feuer mal Laser. Keine Ahnung, was gerade mit mir los ist. Ich hab's so vermisst aufzunehmen. Das letzte, was ich aufgenommen habe, war, das muss ich sagen, ausnahmsweise gestern war es, nämlich ein Tekken-Gameplay, wo ich schon länger wieder dran sitze, weil Tekken 3 kann ich irgendwie überhaupt nicht. Das Spiel ist mir viel zu langsam und es gibt viel zu wenig Moves zur Auswahl. Das erschwert es mir ungemein. Da habe ich mit Tekken 5 oder Tekken 6 wesentlich weniger Probleme. Das Spiel ist schon schnell, es gibt viele Moves zur Auswahl. Naja, es gibt ein Problem. Wobei, allzu lange darf ich ja auch nicht aufnehmen, weil ich muss heute wieder los. Naja. So, jetzt geht's rund. Ich und Archie. Double Duo. Kommando. Double Duo Kommando, egal. Warum habe ich auf einmal wieder so eine Dreckswaffe? Super. Diese Waffe ist doch echter Bullshit. Ich habe extra eine andere ausgerüstet. Damit ich nicht diesen scheiß Speer da trage, aber nur. Oh shit.
Moment. Ihr heilt euch mit Donner, nicht wahr? Ihr heilt euch auch mit Feuer. Glaube ich. Ja. So Sprunggriff will ich öfter machen. Bist du Arsch in Ruhe, du Sau? Ihr heilt euch auch mit Steinball. Ihr euch mit Laser. Latzer. Ja, ihr heilt euch mit allem irgendwie. Feuer heilt euch garantiert auch. Lass stecken, Archie. So. Toll, jetzt auf den, ist klar. Wie soll ich das denn jetzt machen? Seht ihr, deswegen mag ich sowas nicht. Jetzt zur Sicherheit gebe ich dir einen Apfelbonbon für nachher. Mir am besten auch eins. Bär! Toll, kann ich Archie auch wieder eins geben. So. Schon mal vorbereiten für den Kampf nachher. Liebe Iris, was ist denn das? Das hatte ich ja letztes Mal nicht gelernt. Hoffentlich ist das eine. Wobei, ich kann ja sowieso keine Technik einsetzen. Laserstrahl heilt das Fieder. Piss dich. Der Gargoyle da links auch. Ja. Ich bin vergiftet. Heilflasche. Oh, die Harpie kommt. Na, der Geist ist weg. Ah, da ist er. Scheiß Harpie. Hau ab. Oh, oh. So. Nein, ich hätte mich vorher heilen sollen. Dumm war das. Ich muss immer auf meine Heilung achten. Schön nach rechts. Links wollte ich schon sagen. Schön nach rechts gehen, Gargoyle, damit du auch vom Laser getroffen wirst. Danke. Schön in die Falle drücken. Perfekt. Bin ich geheilt? Ja, bin ich. Lebensflasche, perfekt. Ist jetzt mal Schluss. Ah, Sau wird ab. Autsch. Wenigstens wird mir nicht getroffen. Moment. Ja, Pegasus kommt angesprungen. Ja, ja. Ja. Deibel! Oh nein, jetzt geht der Kack wieder los. Gut. Hund!
So, Archie, du könntest auch mal wieder was machen. Ich komme in meiner Lanze angesprungen, komm her. Wenn ich diesen Kampf überstanden habe, werde ich mal nachgucken, was liebe Iris. Ja! Okay, nur zur Sicherheit. Kann sein, dass ich jetzt etwas verschwenderisch damit umgehe. Ist gut. Ja, getroffen. Nein, jetzt mal ganz scheiß auf die Apfelbonbons, die kann ich mir jederzeit zurückkaufen. Vielleicht bringt der Latzam her. Yeah. Und meine Waffe bringt irgendwie nicht so viel. Oh, er kommt angeflogen. Er hat eine 30. Das ist unfair. Er hat eine 30 Schaden genommen. Ich muss mal mit der Donnerklinge. Ich sehe. Okay, jetzt sehe ich wieder was. So, für mich ein Apfelbonbon. Ja, jetzt ist natürlich die Position echt scheiße. Ah, ja, geil. 70.000 Gold. Level up. Archie Level up. Lebensflasche, Giftamulett. Ja, er ist tot. Na, oh, geil. Pegasus, ich stehe tief in deiner Schuld. Ich war nur aufgrund Odins Bitte hier. Jetzt gehe ich und nehme außerdem noch Gungnir mit. Geht wohl. Ja, nimm diese Kackwaffe, die ist ein Dreck wert. Ich habe bessere Waffen. Oh, Wolf, seid ihr verletzt? Tut mir leid, keine Ahnung mehr, wie ich mit ihm gesprochen habe. Nichts, was ich nicht heilen lassen würde. Der Rest von Daos Truppen sind verschwunden. Der Rest von Daos Truppen sind verschwunden. Ist verschwunden. Deutsche Übersetzung hier ist irgendwie, weiß ich, fehlerhafter als ein Apfel mit Wurm. Aber naja, immer gibt es eine deutsche Übersetzung, das ist ja schon mal etwas. Das sollte man immer wieder betonen. Wenn wir nur mehr in Richtung Fluggeräte geforscht hätten. Ihr habt den König mit Stolz erfüllt, ich möchte euch dafür danken. Dafür ist es noch zu früh. Daos ist immer noch irgendwo da draußen. Das ist im Moment sehr viel wichtiger. Wie leicht, aber heute ist der Kampf gewonnen. Das ist schon eine Menge, ganze Menge. Bitte ruht euch aus, dann werden wir morgen weiterreden. Und nehmt dies hier an mich. Ein Buch. Das ist ein Zauberbuch. Dieses Buch lag noch auf etwas Schreibtisch. Er trug mir auf, es Arsch zu geben, falls ihm etwas zustoßen sollte. Aha, also nicht vorher. Edward, du Sau. Edward. Arsch lernte Zauber Ungnade. Werde ich gleich mal ausprobieren, was das ist. Hoffentlich ist das was Geiles. Edward konnte seine Forschungsarbeit nie beenden. Ich hoffe, dass irgendwann jemand sein Dienstwerk vollendet. Heilung, jawohl, ja. Alles klar, auf zu Daos Schloss. Aha, ihr seid so Schweine. 291. Wir haben ein Schlachterschwert, ich werde euch jetzt abschlachten. So, tüchtigen Archie. Ungnade, lenkt den Zorn Gottes auf die Gegner. Klingt mächtig. Seid ihr geheilt? Ja, perfekt. Da gab es doch noch irgendwo in der Stadt was zu kaufen. Wie ist das Ding nochmal? Nicherhalbert oder so? Ich habe keine Ahnung. Jetzt muss ich erstmal wieder einen Shop finden. Da ist das Inn. Da ist ein anderer Shop. Ich brauche ein paar Apfelbonbons her damit. Ein paar viele Apfelbonbons. Ich rüste mich jetzt aus. Weil. Habe ich kein Geld mehr für diese komische Axt, oder?
Naja. Da, stimmt. Du. Holy shit. Double holy shit. Das ist die Waffe. Sie ist stärker als mein schlechter Schwert. Items. Habe ich noch diese komische Schaumflasche? Ja, hab ich. Aber nur eine. Habe ich eine Runenflasche? Da. Ich trau mich fast nicht, aber... Lotus Parfum. Mach dich attraktiver. Bring dir den Geschäft 50% Rabatt. Das könnte ich gut bei dem Typ hier nutzen. Damit ich mich hier ausstatten kann. Ja. Dann muss ich hier jetzt erstmal Länge mal Breite hinlegen für die Axt. Wie viel? Ja. Nicht schlecht. Ach so. Okay, das Teil hat ein Element. Was ist das? Feuer? Eis? Elektro? Angriff 6, Angriff 30. Also damit habe ich eine höhere Angriffsgeschwindigkeit, oder wie? Das hat nun mal keine Elemente, das wäre glaube ich besser. Für Geld habe ich 29.000. Okay, ich hoffe es bringt was. Tut mir leid, Lotus Parfum, aber das muss jetzt sein. Stinkst ekelhaft. Ja, wie wenn ich mein Parfum aufsprühe. Ja, ich habe ein Parfum. Yeah, Panzerhemd. Edelschild. Wem habe ich schon? Was habe ich schon? Das für Archie. Das auch für Archie. So, ausrüsten. Brustpanzer. Yeah, Panzerhelm ausgestattet. Ritterschild zu Edelschild. Beret, nicht mehr lang. Ich starte euch aus, Leute. Ja? Moment, für dich habe ich auch noch einen Mantel. Ja! Das sieht doch nach was aus. So, ich glaube, jetzt bin ich genug ausgestattet. Zu das Schloss. Ah, stimmt, ich habe doch keine Flaschen. Ja, jetzt bin ich auf einmal hier. Sollte vielleicht heilige Flaschen kaufen. Oh, wow. Machen wir mal. Sau, hau ab. Was hat sie gesagt? Indignation? Holy 5000 Schaden!
Habe ich noch nie gehört, Indignation. Ah, aus der Luft gefischt. Ich muss jetzt jedenfalls in ein anderes Dorf. Jetzt bin ich hier. Ich muss da runter. Glaube ich. Oh. Das wollte ich nicht. Egal, scheiße. Indignation. Ich habe keine Ahnung, was. Boah, der Schaden. Ich habe keine Ahnung, was das überhaupt heißt. Du hast keinen Schaden genommen, oder? Egal, trotzdem versuchen wir es. Wow. Super. Mehrere Ranken mit meinem Schilder. Oh, du hast Schaden genommen. Du warst ein anderes Vieh. Hier runter. Genau. Nach Freeland oder was das war. Lilien-Guest. Ja, warum ich hier jetzt die ganze Zeit kämpfe, damit ich wenigstens ein bisschen Geld bekomme, um diese heiligen Flaschen zu kaufen. Ja, fast 6000 Schaden, das ist doch übertrieben hoch. Aber egal, jetzt habe ich wenigstens mal einen mächtigen Zauber. Oh nein, ich wette, ich muss eher gar nicht lang. Ich halte sie auf. Achso, sie braucht natürlich dementsprechend lange, es auszusprechen. Moment. Das heißt, wenn ich die eine Mystikrune gebe. Schwarze Mantelmetall. Mentari. Klar, es hat die Mystikrune, okay. Erstmal ein Armreif. Dann gebe ich dir gleich den mentalen Glas. So. Glas kriegt jetzt den Mentalring. Statt einen Rubinring. Oder ne, statt einen Armreif. Wo ist er denn? Da. Gut, das heißt, jetzt hat der Archie schneller zaubern können. Diesen komischen Zauber da. Das ist Indignation. Ja, sie zaubert schneller. Perfekt. Boom, und alle ausgerottet. Flammflasche. Ja, könnte ich auch gebrauchen. Hätte ich auch nutzen sollen in diesem Kampf. Aber nö. Ich will eigentlich nicht hier gegen Gegner kämpfen. Mein Gott. Harpien. Kill sie, Archie. Oh, die kill ich schon. Umsonst Mega-Zauber eingesetzt. Vor allem nur einen getroffen. Oder eine. Ich will heilige Flaschen haben. Und dieser Turm da in der Mitte, der irritiert total, weil ich nicht weiß, wie ich da hinkomme. Ne, du gehst auf die da. Hä? Oh, du machst keinen Schaden. Oh, alle ausgerottet. Jetzt haben die Gegner hier in Freeland keine Chance mehr. Ja, Dorf, bitte. Und Flaschen. Heilige Flaschen meine ich. Da drin. Wäre geil, wenn. Yeah!
15. Boah, ihr habt die Runenflaschen. Nee, aber noch so eine Rune. Okay. Und offensichtlich hätte ich nur 5 gehabt. Gut. Jetzt werde ich nochmal zurück ins, in die andere Stadt gehen. Aber ich werde klugerweise da nicht jetzt die heiligen Flaschen einsetzen. Das heißt, ich werde hier jetzt noch ein bisschen kämpfen. Auf die andere Harpe. Ey. Dela. Keine Ahnung, was eine Dela ist. Der Zauber, damit bin ich overpowered ja fast schon. Jetzt müssen wir, glaube ich, da aufs Schloss stürmen, oder? Aber ich glaube nicht, dass das schon das Ende des Spiels ist, ganz im Ernst. Natürlich bin ich so blöd und greife das Vieh an. Lass mich versteigern, bin ich K.O. Wow. Die anderen gucken einfach nur zu. Da könnte ich mit Klaas eigentlich auch angreifen. Archilevler Basiliskenpanzer, den ich nicht mehr brauche, glaube ich. Warum starte ich eigentlich immer mit dem Gesicht nach unten? Und hier sind wir schon langsam draußen aus der Wüste, man merkt. Sau. Ey. Ich werde euch ausrotten! Aber warum macht der Zauber unterschiedlich viel Schaden? Je nach, weil ich habe diese Lilien-Zauber angegriffen und trotzdem kriegt das Geist mehr Schaden davon. Vielleicht ist es weniger. Vielleicht hat es weniger Defensive gegenüber diesem Zauber. Ach komm, schon 2 Frösche, eigentlich kann ich mir das schenken. Ich bin gnadenlos. Ich rotte Zauber. Ich rotte Frösche mit der Macht Gottes aus. Ups. Gott will keine Frösche. Doch Gott liebt jedes Lebewesen, so wie es ist. So wie es erschaffen hat. Nur Lilis mag er nicht, weil es die gar nicht gibt. Aha, jetzt nicht mehr. Lebensflasche, ja, das sehe ich immer gern. Da ist der Turm der 12 Sterne, ist er, glaube ich. Und Luna lebt, oder lebte, jetzt lebt nur eine Artemis. Koyoten, Dribbel! Oh, alle hier, jetzt werdet ihr ausgerottet. Zauber ist echt krass. So, nochmal kurz ins Innen schauen. So. Vielleicht sollte ich nochmal Haare waschen, bevor ich losfahre. Ja, dann werde ich jetzt noch Haare waschen und dann mache ich mich auf den Weg. Weil allzu viel Zeit habe ich nicht mehr. Gut. Dann mache ich hier kurz Pause. Keine Ahnung, wann ich die nächste Folge wieder aufnehmen werde. Wo du suchst. Das war Tales of Phantasia. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielleicht.